In vielen Unternehmen stehen große Pensionierungswellen der Babyboomer-Generation bevor. Umso brisanter gestaltet sich aktuell das Generationenthema. Aber was können Generationen voneinander lernen? Und warum ist dieser Austausch so wichtig? Vier erfolgreiche Powerfrauen aus den unterschiedlichsten Bereichen reflektierten bei der Podiumsdiskussion Hashtag die Zukunft über dieses Thema. Weil beide Seiten lernen können. Selbstverständlich können die Jungen von der Erfahrung der Älteren lernen. Alte gibt's ja keine mehr. Aber genauso selbstverständlich kann geradezu das Faktum, dass ein Älterer mit einem Jüngeren zusammenarbeitet, dem noch einmal einen Kick geben und auch dessen Arbeitsleben besser machen. Was die jüngere Generation den Älteren beibringen kann, ist, glaube ich, schon alles, was wir an Ressourcen, an neuen Ressourcen und an technologischen Ressourcen dazu gewonnen haben. Weil das einfach was ist, womit meine Generation jetzt groß geworden ist und ich glaube, sehr geschickt auch damit umgehen kann. Was ich heute mitgenommen habe von der Frau Anna Buchecker ist, die Frage oder die Fähigkeit, die Möglichkeit, sich sehr viele Wege offen zu lassen und ganz frei an Dinge heranzugehen und zu sagen, naja, nur weil das immer so war, muss es jetzt nicht sein und vielleicht schlage ich doch jetzt gleich oder morgen einen ganz anderen Weg ein und das relativ unbeschwert zu tun. Die Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt und der Wissenstransfer sind wichtige Erfolgsfaktoren für unsere Zukunftsfähigkeit und für mehr Chancengleichheit. Aber wie ist eigentlich ein erfolgreiches Team optimal aufgebaut? Am besten gemischt. Zwischen dem Denker und dem Spontanen, zwischen dem Genauen und dem Kreativ. Es sollte möglichst viel Unterschiedlichkeit da sein, dann kommt am meisten zusammen. Vier Powerfrauen, jede in ihrem Bereich ein erfolgreiches Vorbild. Aber was ist eigentlich das Geheimrezept einer erfolgreichen Frau? Ich gebe nie auf oder ungern auf. Ich komme immer wieder, wenn ich glaube, dass etwas richtig ist. Und da bin ich mir nicht so schade, das auch immer wieder aufs Tapet zu bringen. Und wenn der eine Weg nicht geht, ein anderer Weg. Ich bin sehr hartnäckig, glaube ich. Das ist das beste Wort dafür. Eine erfolgreiche Frau macht, glaube ich, aus, wenn sie eine andere erfolgreiche Frau unterstützt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil wir oft viel zu sehr gegeneinander arbeiten. Und das verstehe ich ja, weil jede Frau muss viel mehr als eigentlich das männliche Geschlecht dazu beitragen, um denselben Status zu erlangen. Und deshalb sieht die Frau natürlich in jedem Geschlecht der Konkurrenz. Kein Talent zur Frustration. Man soll sich nicht immer die Sachen merken, die nicht funktioniert haben, sondern die, die gut waren. Ein inspirierender Abend mit viel Gesprächspotenzial. Und insbesondere nach der langen Corona-Zeit, wo wir alle viel miteinander digitalen Kontakt hatten, aber wenig auf Tuchfühlung und wenig wirklich Menschen gespürt haben. Und es war heute ein wunderschöner Impuls, wo man hört im Hintergrund, es wird gelacht, es wird diskutiert, es werden Fragen gestellt. Genau das soll es sein.